Ja, Jorge mal und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Thief. Immer auf Fränkisch. Und da haben wir schon Abriegelung. Was ist das? Das tun wir gleich mal lesen. Die Straßen halten wieder mit dem Ruf der Wache stets aufmerksam im Kampf gegen die tobende Seuche der Schwermut. Die großen Tore schlossen sich, eine Ausgangssperre wurde ausgerufen und kein pflichtbewusster Bürger zeigte sich nur auf den Straßen. Osley Durham, seines Zeichens Hauptmann der Wache, bezeichnete die Aktion als bislang erfolgreichste Quarantänemaßnahme. Diese Abregelung dient der Sicherheit unserer geschätzten Bürger, sagte er heute Abend bei der Beaufsichtigung der Schließung des Verrätertors. Und das verdanken wir alles dem Baron, fügte er noch hinzu, bevor er nach Dayport zurückkehrte. Ein wirklich bescheidener Held unserer Stadt. Ja, traumhaft. Da leuchtet's. Da leuchtet's raus. Da aus dem Schlitz. Aha. Ich bin froh, wenn es nicht so ist. Das muss doch wehtun. So, und jetzt kann ich doch einen Fokus nochmal kurz einsetzen. Ja, okay. Aha. Den Fluss bis hierher riechen. Da schaut's doch gut aus. Da können wir doch raus. Mein alter Herr erinnert sich noch an das Feuer von Shellbridge. Flammen so hell, dass die Nacht zum Tag wurde. Oder war der Rauch so dicht, dass der Tag zur Nacht wurde? Ich habe gelesen, vor der Geburt des Barons war die Stadt im Krieg. Gelesen, was? Du alter Klugscheißer. Geht nichts über diese Stadt, was? Lesen, hä? Diese Straßen haben schon so viel Mist erlebt. Brände, Seuchen. Du vergisst den Krieg. Ach, die Sache mit Blackbrook, oder? Das war doch gar nichts. Aber wenn unsere Nachbarn erfahren, was hier los ist, kriegst du deinen verdammten Krieg. Okay, bleibt ihr jetzt da stehen oder also kann ich da? Ich frag mich, ob der Baron die Ausbreitung der Krankheit verhindern kann. Es heißt, wir müssen bald jeden töten, der einen Schwermütigen bei sich aufnimmt. Haus für Haus. Was? Oh Gott. Was ist das denn für ein Auflauf? Übel. Scheiße. Ich muss leise sein. Liegen wir an mir sollt? Ich wünsch dir hier nichts. Ah. Guck, da kann man dann noch ein wenig. Noch ein wenig hätten wir da zuhören können. Aber gut, ist ja. Ist kein Problem. Ohne Scheiß? Ja, Mann. Oh, bitte, Herr, bitte, Herr. Dann hat er sich angeschissen. Ah, witzig. Müsst ihr hier so einen Lärm machen? Da kann ja kein Mensch schlafen. Oh, tut mir leid, Ma'am. Befehl des Hauptmanns. Er sagte, stellt euch unter das Fenster dieser Frau am Färbermarkt. Die mit dem Gesicht hässlicher ist als die Nacht finster. Seht zu, dass sie lächelt. Verdammte Flegel. Die Schwermut soll euch holen. Damit täte sie allen einen Gefallen. Pass auf, jetzt holt sie ihren Nachtjob. Ihr seid ja gar nicht... Doch, ihr seid... Irgendwie seid ihr schon witzig. Okay. Alle jammern wegen des Kriegsrechts, aber keiner verlässt die Stadt. Weil die Tore verriegelt sind, Idiot. Ich brauch was zu trinken. Okay, darüber muss ich... Kann ich da drüber? Nee. Schwermut. Wer? Ja, da kann ich auch nicht drüber. Okay. Wir schnappen jeden Dieb in der Stadt. Knüpfen sie alle in eine Reihe auf. Na. Der Baron hätte wegen der Abriegelung eine seiner Ansprachen. Guck mal, da kann ich hoch. Die Leute lieben gepfefferte Reden. Wann hat zuletzt jemand sein Gesicht gesehen? Psst. Oh. Ich bin neuerdings so müde. Ist die Schwermut. Ist die Schwermut. Komm ich da rüber rein? Oh, guck. Dort auch schon? Ja. Die Ablasskanäle waren voller Leichen. Da könnte ich sie jetzt töten, oder was? Will ich aber nicht. Wie ein riesiger Eintopf. Hey,
Komm schon. Weil ich kann das jetzt echt mal ausprobieren, ne? Ich stand bis zu den Hüften in dieser Brühe, um sie wegzuschaffen. Habe ich irgendwie verbracht, nach Luft zu schnappen, als mit irgendwelchen Dieben. Deshalb wolltest du eine ruhige Kann ich das damit, also Du bist ein lausiger Dieb. Vielleicht ein Langfinger. Ah na, das ist Ich werde überall nachsehen. Du entkommst mir nicht. Ach, da wäre der normale Pfeil gewesen. Okay. Die Schatten werden dich nicht retten. Wäre ich mir jetzt persönlich nicht so sicher. Das schaut doch gut aus. Ich habe was abgeschlossen. Opportunist bin ich. Jäger. Und ein bisschen Phantom. Du hast das Ausnutzen der Umgebung allen anderen Mitteln vorgezogen. Lösche 9 Flammen. Stille alle Bodyobjekte, 76%. Gefundene Sammelstücke 2 von 4, nur immerhin. Body 526, gefundene Body 47 von 60. Mal noch einiges dann. Taschendiebstähle, geknackte Schlösser, K.O. geschlagene Bedrohungen, Verdacht erregt 2-mal, entdeckt 0, getötete Bedrohungen 1. Ja gut. Das konnte man jetzt nicht so ganz ahnen. Schaukästen aktualisiert, was heißt denn jetzt das? Kann ich hier irgendwas, okay, bestätigen kann ich. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, auch wenn es kurz war, aber da ist nun mal ein Speicherpunkt. Bis denn.